Herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Singularity mit Samkepika Zammeid. Meine Wenigkeit, so, ich muss nur kurz gucken, wo meine. Nee, okay. Was? Was? Gut, ne? Hier sind wir ganz schön viel Shit am Start. Ein Haufen Scheiße. Oh, ist eine Notiz. Mein Nachbar ist echt zum Kotzen. Ich kriege einen Bären aus Fell. Er muss einen Bären aus Fell kriegen. Ich kriege eine Dose Fleisch. Er muss eine Dose kriegen. Ich kriege eine chinesische Technologie. Er kann sie sich nicht leisten. Toller Erfolg. Ja gut, die Notizen hatten auch schon mal mehr Sinn. Ja gut, die Teile hatten auch schon mal mehr Sinn. Boah! Erschreck mich doch nicht, du Stück Scheiße! Was sind die dumm? Wo schießen die denn hin, verdammte Scheiße? Ich würde mal sagen, ich gehe mal ans Fenster und werde. Ich wollte gerade ans Fenster gehen, Bitch. Schießt hier jemand auf mich? Alter, seid ihr die für Schwachmaten? So scheiße, die Viecher schießen auf mich. Ja gut. Nice. Tot. Okay, da sind noch mehr, da sind noch mehr Städte am Start. Oh fuck, den hab ich verrissen. Den hab ich verrissen, das gebe ich zu. Warte doch mal kurz.
kommt. Hä, was? Wo kommen denn die alle auf einmal her? Ich werd wahnsinnig. Alter, da kommen immer mehr. Was ist denn los mit den Leuten? Okay, dann verrissen. Ja gut, ist eigentlich egal. Ich habe eine Verbindung für das Ding historisch. Ich kann hier doch irgendwas. Achso, dort hinten. Bist du geistig behindert? Hallo. Bist du behindert? Okay. Mensch, der Scheiße. Ja gut, jetzt hab ich die Waffe nicht mehr. Toll, schön. Schön hast du es gemacht, du Stück Scheiße. Bist du dumm? Alter. Oh, Scheiße. Oh, das war lustig. Oh, das war schön. Stück Scheiße. Oh, das fand ich lustig. Oh, herrlich. Ja gut. Hier war doch gerade irgendwas, was ich altern lassen kann. Oh, willst du mich verarschen? Ich kann die Dinger reparieren. Na, schöne Wurst. Sie müssten innerhalb der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Ach, sag bloß. Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. Ach, hör auf. So, die Munition ist voll. Die ist echt voll, krasser Shit. Mein Name ist Boba. Dummes Stück Scheiße. Okay. Wenn du es so handelst, du Stück Scheiße.
Und alles nur, weil mein Name Bobo ist. Zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Ja, nee, ist klar, du Stück Scheiße. Der Typ schreit, die Person, die gerade so rumschreit, klingt bitte wie: Ich will alle Terran spielen! Ich will alle Terran spielen! Aber ohne Witz, was denn? Ja, nee, ist klar! Na, scheiß drauf. Besonders, wer hat denn hier sein Büro? So am Arsch der Welt. Mal ohne Witz. Das ist ja der Wahnsinn. Ich wäre froh, wenn es einen einfachen Weg geben würde. Ah, du bist dumm, Alter. Ist hier erfüllt. Nice. Sind da etwa Flipper-Automaten? Ich will andere mit Tournament spielen. So, ab in den Kampf, wa? Ja, du machst das schon, Bro. Ja, läuft. Ich bin Boba. Läuft bei dir, würde ich sagen, ne? Oh. Der Kocher, was für eine primitive Bezeichnung für ein so unglaubliches Gerät. Es war schwierig, die E99-Isotope zu isolieren. Isotope zu installieren. Isolieren. So, jetzt haben wir es. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Es ist, als hätte jeden Tag jemand anderes ein neues Verwendungszweck dafür. Viele davon scheitern. Scheinen einige zu fürchterlichen, dass Moskau nie davon erfahren wird. Aber das ist besser, so dort kam keiner nur. Was? Annähernd einige zu fürchterlich, dass Moskau nie davon erfahren wird. Aber das ist besser so. Dort kann keiner nur annähernd verstehen, was wir hier machen. Notiz, Dr. Barisov, fragen, ob bei seinen Experimenten immer noch Probleme mit den elektronischen
Misswerten hat. Ich verstehe nur nicht, wer hier so hohe Werte ohne etwas zu Großes wie den Kocher kriegen kann. Dr. Petrov. Ja gut, würde ich jetzt mal sagen, ne? Kleiner Hoden, ey. Oh, oh, tut mir leid, kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie... Oh, oh. Ich würde da einfach nur meine Hilfe anbieten. Immer werde ich müssen. Wir haben Sicherheitsstufe Rot. Oh Gott. Bist tot. Du bist tot. Tot. Oh, du bist tot. Hä, was? Ich kann die doch nicht mal ernst nehmen, Alter, bitte. Cool. Mein Gott. Wow, ich fühle mich ja fast genötigt. Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Oh, machst du schon, Bro. Ich fühle mich ja fast genug, ernsthaft zu spielen. Alter, 12.000 am Arsch, Alter. Krasser Typ. Krass.
Die Mutationen ergeben keinen Sinn. Die E99 ist ein Teil der Gleichung, aber etwas anderes ist die Katalysator. Verdammt. Uns läuft die Zeit davon. Dr. Demichev ist jede Ausrede recht, um das zu beenden, was er für... Was? Banale Forschung hält. Dr. Petrov. Oh mein Gott. Okay. Ah, das Zeug. Ah, okay. Das ist das Zeug. Ah. Auch die Pflanzen sind aus dem Zeug entstanden. Ach so. Die Pflanzen sind mutiert. Haben sich etwas verwandelt. Jetzt haben wir uns so mutiert. Ja, die Pflanzen sind mutiert. Nee. Die haben mutierten Samen eingepflanzt. Also so sah das Ding dann aus, glaube ich. Das soll es zumindest darstellen. Und dann ist daraus geworden. Aber drei verschiedene. Es sind drei verschiedene Pflanzen rausgekommen aus einem Samen. Okay. Das ist natürlich, das ist heftiger Shit. Ja gut, ich würde sagen, wenn ich den Part erstmal an der Stelle. Nächsten Part geht es weiter von Singularity mit Samkommunikation. Meine Wenigkeit ist ja ganz klar. Hiraka. Ich bin halt ein geiler Typ. Du kannst sagen, was du willst. Und etwas spielen? Aber das tun wir erst im nächsten Part. Okay, in dem Sinne, haut rein, Leute. Macht euch sinnvoll. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Rabauken. Yay! Yeah.